Hallo ihr Lieben, Grüße aus Houston hier aus dem 9-Trainings-Kurs, beziehungsweise ist schon vorbei für heute. Und ich wollte euch einfach einen kleinen Einblick in die Energie geben. So ein Megakurs und es ist so wie, kennt ihr das, wenn so viele, so die Information so klick, 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 klick in deinem Universum, wo du merkst, ah, es macht einfach das, da ist so ein Gewahrsein von, da ist was möglich, aber das hat nicht so richtig, du weißt, da ist was, aber ne, so, ich kann auch nicht mal Worte dazu finden. Seht ihr das? So, ja. Für mich kommt es vor, als ob du gerade ne, x Dominosteine angeklickt hast und macht. Oder bei einer Lawine, ne, die gerade startet und Fahrt aufnimmt. So, ich habe mir gedacht, ich mache 3 Tage Energy Pulse mit euch. Weil das etwas auch ist, was ich sehe. Viele Leute erlauben sich nicht, dynamisch viel Energie zu bewegen. Na, wenn du jetzt jemand bist, der gehört hat, du bist zu viel, ne, zu laut, zu lab, zu zu bläh, na, dann fängst du dann ab, alles runterzudrosseln und dieses Normale zu finden, was andere für normal halten. Aber hey, so was, wenn du Zugang haben kannst zu deinen Fähigkeiten. Und was sind Energy Pulse? Das ist so eine geile Methode, wie du so viel mehr Klarheit kriegen kannst über das, was du in deinem Leben wirklich haben möchtest. Ne? In vielen Modalitäten wird dir gelehrt, mach ein Vision Board. Ich persönlich konnte Vision Boards nie machen, weil sobald ich meine, erstmal habe ich das Jahre vor mich hergeschrieben und habe, okay, jetzt mache ich das mal Vision Board. Aber es hat mich gelangweilt, ja? So, weil alles, was schon ein Bild hat, ist schon da, ist nichts, was mich noch interessiert. Ich merke, ich funktioniert viel eher von, oh, da ist eine Energie, das hat eine geile Energie, das hätte ich gern, ja? So, und es hat oft überhaupt keine Worte, ne? Und wenn ihr ein Gewahrsein von der Zukunft habt, dann ist die nicht definiert. Wenn du neue Dinge erfindest, kannst du dann sagen, das hätte ich gern? Oder hast du eine Idee von der Energie? Und das möchte ich mit euch eröffnen, den Energy Pulse. Und wie gesagt, wir starten morgen um mein 7.30 Uhr, was euer deutsche Zeit 14.30 Uhr ist. 3 Tage, also sei da gern mit dabei. Lern die Energie deiner Zukunft kennen, die du geil findest. Und ich hab den Impuls genannt Geld und Wohlstand, weil hey, wer hätte nicht gern mehr? Und inspiriert vom heutigen Tag auch. Ich war in der Frage so, die nächste Runde Voicemails, was möchte ich machen? Es gibt auch 21 Tage haben. So, wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe Anfang des Jahres eine Private Session mit Gary gehabt und da hat mich die Frage gestellt, ja, du machst alles möglich, du fragst, du denkst, aber bist du auch bereit, mehr zu haben? Und ich so, oh, da war eine ganze Litanei an Ansichten, die meisten nicht mal von mir, sondern hab's abgekauft, was haben, was daran alles schlecht ist und wie du Nachteile hast, wenn du hast. Und wenn du nichts hast, kann man dir nichts nehmen. Ja, super. Aber ist das das Leben, was du haben möchtest, wo man dir nichts wegnehmen kann? Also für dich auch nichts zu haben? Vielleicht nicht die schlaueste Wahl. Und ich habe mir gedacht, na, diese Voicemails sind oft immer so geil. Und ich bin neugierig, wo man da in 21 Tagen, ne, wenn dann eine Gruppe zusammenkommt, die bereit ist, die Wahl für haben zu treffen, was wir, wofür einen Zugang kriegen können. So. Und ein drittes, und die sind alle relativ günstig, möchte ich mal sagen. Ich möchte auch für alle immer die Möglichkeit geben, mal reinzuschnuppern in die Tools, in die Energie. Ist es was für mich, ja? Was am 11., das habe ich zeitlich verschoben, 11. startet 5 Tage, die ich bin's. Ich bin Macht, ich bin Kontrolle, ich bin Kreativität, ich bin Gewahrsein, ich bin Geld. Da machen wir 5 Gruppen SOP-Taster, also wo wir diese magischen Räume für dich öffnen. Also spür mal rein, wenn du eins davon wählst, wenn du alles wählst, was wird es für dich kreieren? So, alles ist nur eine Wahl entfernt. Und ich habe mir gedacht, wie gesagt, ich wollte euch einladen in diese neuesten Energien, Spaces, Dimension, die sich mir eröffnen. Und was kann sich da für dich eröffnen? Und ja, Ende August sind wir dann in Lohnsee beim Foundation, in der 3-Säulen-Praxis. Also wenn du da Lust hast, mit dabei zu sein, dafür braucht es nur einen Basiskurs und schon bist du mit dabei. Also ist jetzt die Zeit, mehr zu entdecken von dir. Und da möchte ich euch noch was sagen, auch wenn das jetzt ein längeres Video wird, ja. Wir haben heute Nachmittag eine Präsentation gehabt von der Terry Hope, wie sie über die Bars berichtet, die Studien macht über die Access Bars. Und da war ich so, wow, das ist so eindrücklich, an den Ergebnissen zu sehen, wenn jemand wirklich erforscht an Leuten. Ne, da gab es eine Gruppe, ich habe jetzt vergessen, waren das Soldaten? Die haben jahrelang alle möglichen Modalitäten gemacht und nichts hat Veränderung gebracht. Die waren bei 7 mal 1 Stunde Bars über, ich glaube, 7 Wochen. Und alle haben mehr als 50 und mehr Prozent Veränderung gehabt. Say what? Die jahrelang, ne, die waren definiert als untherapierbar.
Also wenn du die Access Bars noch nicht kennst, schau, wer es in deiner Nähe gibt. Schreib mich an, wenn du sagst, hey Simone, das klingt spannend, was du da erzählst. Wo finde ich da jemand? Es gibt Leute rund um die Welt und auch ganz viel im deutschsprachigen Raum. Access Bars, also ja. Und eben nach dem Bars-Kurs kannst du ein Foundation machen und in diese Tools eintauchen. So, ja, wie sagen viele Leute, es gibt ein Leben vor Foundation und eins danach. Die Frage ist, zu welchen Menschen möchtest du gehören? So, darf sich dein Leben in etwas verwandeln, das du geil findest? I wonder. Habt einen schönen Tag. Ciao.